Was würdest du tun, wenn du entführt und gezwungen würdest, dich im schrecklichsten Experiment der Welt deinen tiefsten Ängsten zu stellen? Ich erkläre dir, welche Fehler gemacht wurden, was du tun solltest und wie du die bösen Wissenschaftler von Rapture besiegen kannst. Diese Frau hat keine Ahnung, dass sie eine Mutantin ist. René macht sich fertig für die Arbeit, als sie bemerkt, dass eine Spinne über das Waschbecken krabbelt. Ihr Sohn Evan will ihr helfen, sie zu töten, aber sie hält ihn plötzlich auf und besteht darauf, dass er das Leben der Spinne verschont. Verwirrt bringt er die Spinne ins Freie und die Mutter beruhigt sich. Sie hat Angst vor ihnen, aber bald wird sie in einer Maske voller Taranteln gefangen sein und das wird ihre DNA mutieren lassen. René geht in die Küche, um Frühstück zu machen, als plötzlich das Deckenlicht flackert und die Frau zur Schublade geht, um ein Werkzeug zu holen und es zu reparieren. Sie ist eine einfallsreiche Person, die weiß, wie man Dinge erledigt, aber draußen vor dem Haus geht ein mysteriöser Mann zu ihrem Auto und legt ein seltsames Gerät hinein. Das ist verdächtig und die Familie ahnt nicht, dass in ihrem Haus Spionagekameras installiert sind, die jeden ihrer Schritte beobachten. Später am Tag setzt René den Jungen bei seinem Vater ab und verabschiedet sich, doch ein anderes Auto folgt ihr dicht auf den Fersen. Die Fremden verfolgen sie und aktivieren in diesem Moment das Gerät, das sie an ihrem Fahrzeug befestigt haben. Plötzlich platzt der Reifen und sie muss am Straßenrand anhalten. Als die Frau aussteigt, um den Schaden zu begutachten, stellt sie fest, dass ihr Reifen platt ist und bemerkt ein seltsames Gerät an der Felge. In diesem Moment parkt ein Umzugswagen in der Nähe, dessen Fahrer zu ihrem Fahrzeug geht und ihr anbietet, ihr beim Reifenwechseln zu helfen. Sie nimmt seine Hilfe an und gibt ihm das Reserverad, doch dann bemerkt sie, dass ihr Kollege aussteigt, um eine Zigarette zu rauchen. Irgendetwas stimmt nicht, aber bevor René herausfinden kann, was los ist, wirft der Mann sie plötzlich zu Boden. Während die Frau gefesselt wird, tritt sein Freund ihr in den Nacken, bis sie schließlich ohnmächtig wird. Dann holt er eine Rolle Klebeband hervor, wickelt es um ihren Kopf und trägt sie in den hinteren Teil des Wagens. Okay, René hätte es kommen sehen müssen, denn es gab viele Gründe, skeptisch zu sein. Erstens dauerte es nur 15 Sekunden, bis ein anderes Auto anhielt, um ihr zu helfen, als sie an den Straßenrand fuhr. Das mag nicht verdächtig klingen, aber wenn an dem Reifen, der gerade geplatzt ist, ein seltsames Gerät angebracht ist, sollte man nicht automatisch davon ausgehen, dass es sich um einen Zufall handelt. Diese Straße liegt mitten im Nirgendwo, es gibt keine Häuser, keine Verkehrskameras und keinen Verkehr. Das ist der perfekte Ort, um jemanden am helllichten Tag auszurauben. Wenn also ein Fremder in einer solchen Umgebung auf mich zukäme, wäre ich auf jeden Fall auf der Hut. Obwohl der Mann sehr freundlich wirkt, ist er unauffällig gekleidet, was es schwierig macht, ihn der Polizei zu beschreiben. Wenn er so einen LKW fährt, sollte er eine Uniform mit Firmenlogo tragen. Wenn er so gekleidet ist, deutet das darauf hin, dass er die Greyman-Tactics anwendet und man ihm nicht trauen kann. Und schließlich dürfen wir nicht übersehen, dass, während der Mann so tut, als würde er den Reifen wechseln, ein anderes Auto mitten auf der Straße geparkt hat, was verdächtig ist. Wenn René hier gut aufgepasst hätte, wären diese vier merkwürdigen Ereignisse in so kurzer Zeit mehr als genug, um zu erkennen, dass sie in einen Hinterhalt geraten war. Das ist sicherlich einer der praktischsten Überlebensinstinkte, denn auf seine Umgebung zu achten und die Motive anderer zu hinterfragen kann einem das Leben retten. Diese Frau war unvorsichtig, aber sie hätte etwas tun können, um die Flucht zu erleichtern. Wenn du gefesselt bist, ist eine der besten Überlebensstrategien, deinen Körper so zu dehnen, dass sie sich nicht fesseln können. Ich an ihrer Stelle würde meinen Kiefer so weit wie möglich öffnen, denn wenn ich meinen Mund danach wieder schließe, ist er viel lockerer, als wenn er eingewickelt ist. Das macht es mir leichter, das Klebeband zu entfernen und um Hilfe zu schreien oder meine Entführer damit zu würgen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Diese Frau hat auch lange Haare, also hätte ich an ihrer Stelle versucht, so viel wie möglich von meinem Gesicht zu bedecken, weil es dann leichter wäre, das Klebeband zu entfernen. Der Entführer setzt René hin und fesselt sie an die Bank, während die alte Frau eine Schere nimmt und die Hose der Mutter aufschneidet. Dann stellt sie einen Eimer unter sie und warnt sie, dass es eine lange Fahrt werden würde. Es ist erniedrigend und die Frau verlässt den Wagen und lässt die Mutter in der Dunkelheit zurück. Die Autos fahren die Straße entlang und René versucht zu entkommen, aber es gelingt ihr nicht. Da entdeckt sie ihre Jeans auf den Boden und sie erinnert sich an das Teppichmesser, das sie in ihrer Tasche vergessen hat. René streckt ihre Beine so weit wie möglich aus und zieht die Hose zu sich heran, während sie das Teppichmesser in ihren Stiefel steckt. In der Nacht hält der Lastwagen an einer Tankstelle und die ältere Frau kehrt zurück, um nach ihrem Opfer zu sehen. Sie nimmt ein Skalpell, schneidet ein Loch in das Band und führt einen Strohhalm ein, um ihr etwas Wasser zu geben. Dann verrät sie, dass sich darin Schlaftabletten aufgelöst haben und René versucht sie auszuspucken, aber sie kann sich nicht wehren.
Am nächsten Morgen wird sie auf eine Bahre geschnallt und in ein Gebäude gerollt, wo sie in einen Warteraum zurückgelassen wird. Erschrocken sieht sich René um und bemerkt einen verletzten Mann, der neben ihr liegt. Er erklärt ihr, dass die Entführer Experimente an ihr durchführen wollen und dass sie sich den Code G1012X merken soll. Die Mutter versucht zu fragen, wo sie sind, aber ein Wachmann kommt herein und nimmt den Mann mit, bevor er ihr etwas sagen konnte. Sie wird durch die Anstalt gerollt und in einen separaten Raum gebracht, ohne zu wissen, was die Entführer wollen. Es ist beängstigend und der Mann sagt ihr, dass er noch ein paar Werkzeuge holen müsse, bevor sie anfangen können. Als er sein Armband an einen Scanner hält, öffnet sich die Tür und er verlässt den Raum. Als sie endlich allein ist, schaut sie sich nach etwas Brauchbarem um und sieht medizinische Instrumente auf einem Tablett. René hat Angst vor dem, was als nächstes passiert und schreit um Hilfe, aber in diesem Moment kommt der Mann wieder herein. Er bringt ihr das Tablett mit den medizinischen Instrumenten und schneidet das Material ab. Er nimmt sich einen Moment Zeit, um ihr Gesicht zu reiben und bemerkt, wie interessant ihre Haut ist. Sie fühlt sich seltsam und er löst einen der Lederriemen um ihr Bein. Sofort beginnt René sich zu wehren und versucht sich zu befreien, aber der Typ hält sie fest und macht ihr klar, dass es kein Entkommen gibt. Okay, dieser Ort mag heruntergekommen aussehen, aber sie haben eine ziemlich ausgeklügelte Technik im Gebäude und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass eine Flucht unwahrscheinlich ist. Erstens sind alle ihre Gliedmaßen auf einer Trage festgebunden, aber selbst wenn sie einen Weg findet, sich zu befreien, muss sie immer noch durch diese Tür. Das Problem ist, dass die Tür dreifach verriegelt ist und nur mit einem Sicherheitsarmband am Handgelenk des Personals geöffnet werden kann. Außerdem sind wahrscheinlich Kameras im Raum, die jeden ihrer Schritte beobachten würden und das bedeutet, dass wir hier nicht ohne Hilfe rauskommen. Es mag absurd klingen, aber die Wahrheit ist, dass die beste Chance, einer Entführung zu entkommen, fast immer während des Transports besteht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass man auf der Ladefläche eines Lieferwagens oder eines Autos sitzt und die meisten Kofferräume haben eine Notentriegelung, die oft im Dunkeln leuchtet. Hätte die Frau während der Fahrt einen Schritt zurückgemacht und sich die Lage angesehen, hätte sie erkannt, dass dies nicht der richtige Weg war, sich aus den Handschellen zu befreien. Sie ist mit drei verschiedenen Handschellen gefesselt, aber das Gute daran ist, dass sie alle an der Sitzbank befestigt sind, was bedeutet, dass sie entkommen könnte, wenn sie die Sitzbank vom Boden des Lastwagens lösen würde. Zufälligerweise ist der Boden des Lastwagens mit einer dünnen Schicht Sperrholz bedeckt, was bedeutet, dass das ganze Ding nur von ein paar Zentimetern losem Holz gehalten wird. Wenn du hier schaust, siehst du auch, dass einige der Schrauben kaum etwas halten, so dass ich hier die ganze Zeit versuchen würde, die Bank nach oben und aus dem Boden des LKWs herauszudrücken. Hier kannst du auch sehen, dass die Tür von innen geöffnet werden kann, weil es diese langen Metallstangen gibt, die mit einem Türgriff verbunden sind. Wenn wir diese in die Mitte ziehen, sollte sich die Tür von innen öffnen lassen, ohne dass die Entführer es merken. Wenn wir nicht fliehen können, ist es wichtig, dass wir ein Auge darauf haben, wie lange wir unterwegs sind. Wenn wir spüren, dass der LKW mit gleichmäßiger Geschwindigkeit fährt, sind sie höchstwahrscheinlich auf einer Autobahn unterwegs. Da sie uns entführen wollen, werden sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht überschreiten, um von der Polizei zu entkommen. Und diese einfache Rechnung gibt uns eine ungefähre Vorstellung davon, wie weit wir von zu Hause entfernt sind. Das ist eine nützliche Information, denn wenn wir den Stützpunkt der Entführer erreichen und die Chance besteht, ein Telefon zu finden, können wir das Gebäude beschreiben und ihnen einen Suchradius geben, in dem sie nach uns suchen sollen. Aus dem gleichen Grund ist es wichtig, sich den Grundriss des Gebäudes so gut wie möglich einzuprägen, wenn man durch das Gebäude geschoben wird. Es war schlau von den Entführern, ihr die Augen zu verbinden, bis sie den Raum erreicht hatte, aber es gibt immer noch eine Möglichkeit, etwas über unsere Umgebung herauszufinden. Ich an ihrer Stelle würde auf das Geräusch der Schuhe der Entführer hören und die Schritte zählen, die sie machen, während sie mich durch den Korridor schieben, denn das gibt uns eine gute Vorstellung davon, wie weit es noch bis zum Ausgang ist. Der Mann zieht ihr die Hose wieder an und erklärt, dass sie einigen brutalen Tests unterzogen wird und dass sie Glück haben muss, wenn sie überlebt. Schnell verlässt er den Raum und lässt die Mutter allein zurück, während die Schreie einer Versuchsperson hört und nichts tun kann, um ihr zu helfen. In ihrer Verzweiflung beginnt sie mit dem Fuß zu wippen, bis ihr schließlich das Teppichmesser aus dem Stiefel rutscht. René sieht einen möglichen Ausweg und beginnt, ihn über die Trage zu schieben, bevor sie das Teppichmesser näher an ihre Finger drückt. In diesem Moment hört sie einen Mann durch die Lüftungsschächte rufen, der sich als Blake vorstellt. Sie fragt, wie lange er schon hier ist, und der Mann antwortet, dass er sich nicht erinnern könne, aber er warnt sie, dass jedes Opfer ein Experiment durchmachen müsse und sie gezwungen werde, sich den Dingen zu stellen, die sie am meisten hasse. Nervös fragt sie Blake, ob er etwas über G1012X wisse, aber der Mann hat keine Ahnung, wovon sie spricht.
Frustriert wehrt sich die Frau gegen ihre Fesseln, schüttelt das Bett und bringt schließlich das Teppichmesser in Reichweite. In diesem Moment hört sie, wie ein Wärter Blacks Zimmer betritt und eine Kettensäge anstellt. Es ist schrecklich und sie kann nichts tun, außer seinen Schreien zuzuhören. Später schneidet René an ihren Fesseln herum, als sie bemerkt, dass die Tür plötzlich geöffnet wird. Der kahlköpfige Mann und sein Assistent kommen herein, um nach ihrer Versuchsperson zu sehen, aber die Frau weigert sich zu kooperieren. Sie will wissen, ob Blake noch lebt, und der Mann antwortet ihr, im Nebenzimmer sei niemand. Die Forscher setzen ihr eine Schutzbrille auf und installieren eine Videokamera, die alles aufzeichnet, was passieren wird. René fleht sie an, sie gehen zu lassen und verspricht, diesen Ort geheim zu halten, aber sie ignorieren ihre Bitten um Hilfe. Verängstigt fragt sie, ob sie ihren Sohn mitgenommen haben. Die Entführer versichern der Mutter, dass er bei seinem Vater in Sicherheit sei, und machen ihr klar, dass sie ihre Familie im Auge behalten werden. Okay, jetzt wird es langsam unheimlich. Im Nebenraum foltern sie Menschen mit Kettensägen, aber René stellen sie nur Fragen über Schwangerschaft und Spinnen. So verwirrend das auch ist, es gibt uns wirklich nützliche Informationen. Wenn sie uns den ganzen Weg hierher gebracht haben, nur um uns Fragen über unsere Gesundheit zu stellen, können wir davon ausgehen, dass sie uns nicht gleich töten werden. Das bedeutet, dass René einen großen Fehler macht, wenn sie die Fesseln so früh durchschneidet, und das ändert die Art und Weise, wie wir über unsere Flucht nachdenken sollten. Wir sind gerade erst angekommen, also wird jemand kommen, um nach ihr zu sehen, und da es keine Möglichkeit gibt, das Schloss zu überwinden, ist es klüger zu warten. Ich an ihrer Stelle würde die Stunden zählen, bis es dunkel wird und die Forscher nach Hause gehen. Dann habe ich mehr Zeit, einen Fluchtplan zu entwickeln und ungestört alle Fesseln zu durchtrennen. Bis dahin ist es unsere beste Option, das willigste und gehorsamste Subjekt im ganzen Gebäude zu sein. Auf diese Weise müssen die Forscher weniger darauf achten, dass wir kooperieren, und wir haben mehr Zeit, unsere Flucht zu planen. Wenn man völlig auf andere angewiesen ist, um zu überleben, sind Erwartungen das Einzige, was man kontrollieren kann. Wenn sie dir zum Beispiel genug vertrauen, um deine Handschellen zu öffnen, werden sie vielleicht nachsichtig und lassen dich für längere Zeit ohne Handschellen. Wenn du deinen Führern ein Verhaltensmuster vorgibst, halten sie dich für berechenbar, und du kannst das ausnutzen, wenn sie es am wenigsten erwarten. Die Entführer sagen nicht, warum sie hier ist, aber die Informationen, nach denen sie fragen, geben uns einen Hinweis. Sie wollten ihre Größe, ihr Gewicht und ihre Krankheitsgeschichte wissen, aber vor allem wollten sie wissen, wovor sie Angst hat. Der einzige Grund, warum sie über die Grenzen fahren und uns in einen leeren Raum stecken, ist, dass sie eine kontrollierte Umgebung wollen, um uns etwas wegzunehmen, und das hat alles mit Angst zu tun. Wenn wir mit Dingen konfrontiert werden, die uns Angst machen, produziert unser Körper Chemikalien wie Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin, die sie vielleicht für ihr Experiment extrahieren wollen. Vor diesem Hintergrund ist es am klügsten, nichts zu tun. Gehorsamkeit aktiviert nicht nur Angstmechaniken, nach denen sie suchen, was es ihnen erschwert, das zu bekommen, was sie brauchen, ohne dafür bestraft zu werden. Der Mann beginnt, René zu befragen, und sie antwortet, aber plötzlich hebt die Assistentin das Bett an. Mit einem Knopfdruck auf ihre Fernbedienung öffnet sich eine versteckte Tür und gibt den Blick auf einen Sehtest an der Wand frei. Die Assistentin fragt weiter und ist neugierig, ob der Mutter nach der Schwangerschaft etwas Ungewöhnliches aufgefallen sei. Verwirrt verneint sie, worauf die Assistentin plötzlich weggeht, um medizinisches Material zu holen, während der Mann das Gespräch übernimmt und sie fragt, wovor sie am meisten Angst habe. Als er Spinnen erwähnt, verstummt die Mutter sofort, und die Entführer haben die Bestätigung, dass sie Angst vor Spinnen hat. Die Frau lässt das Bett wieder herunter und geht schnell aus dem Zimmer, aber der Mann bleibt zurück und drückt plötzlich sein Gesicht an die Wange der Mutter. Das ist das zweite Mal, dass sie hier ist, und sie wird bald herausfinden, warum. Als die Entführer weg sind, versucht die Mutter weiter, die Fesseln zu durchtrennen, lässt aber das Messer zu Boden fallen. Jetzt hat sie keine Chance mehr zu entkommen, und in diesem Moment bemerkt sie, dass die Tür offen steht. Ein anderer Arzt betritt den Raum, geht auf sie zu und zieht eine große Spritze mit einer Chemikalie heraus. Er verabreicht ihr das Medikament, woraufhin sie unter den kalten Blicken der beiden Männer langsam ohnmächtig wird. Später erwacht die Frau und wird durch das Gebäude in einen anderen Raum gerollt, wo sie auf eine Trage geschnallt wird. Die Forscher setzen sich und beobachten sie, als sich eine Klappe an der Decke öffnet und eine Plastikhülle auf ihren Arm herabgelassen wird. Es ist eine riesige Vogelspinne mit gewaltigen Fangzähnen, die direkt auf sie zukommt. In Panik fleht sie die Ärzte an, das Experiment abzubrechen, aber die sagen ihr, dass sie es tun werden, sobald sie den Test beendet haben.
Sie soll aufhören, sich zu wehren, aber sie ist zu verängstigt, um zu gehorchen. Nichts scheint zu passieren und die Forscher sind enttäuscht. Das Experiment ist fehlgeschlagen und sie bringen sie zurück in ihr Zimmer, aber da bemerkt sie, dass das Teppichmesser immer noch auf dem Boden liegt. Plötzlich reibt der Mann seine Wange an ihrer und fragt, ob sie seine Gedanken spüre, aber die Mutter versteht nicht, was er meint. Frustriert sagt er zu seinem Kollegen, dass die Frau gleich platzen werde. Der Assistent versichert René, dass dies ein Zeichen dafür ist, dass das Experiment bald vorbei sei. Nachdem die Entführer gegangen sind, kämpft die Mutter weiter, um sich von den Fesseln zu befreien, bis es ihr gelingt, ihre Hand aus dem Gurt zu ziehen. Schnell befreit sie sich aus dem Bett und geht zu einer Schublade, um eine Rolle Klebeband zu holen. Mit dem Teppichmesser, das sie vom Boden aufhebt, schraubt sie den Lüftungsschacht ab und kriecht durch den Schacht. Sie bewegt sich langsam durch die Lüftungsanlage und notiert sich den Weg zurück in ihr Zimmer, als sie durch eines der Gitter schaut und eine Frau an einem Schreibtisch sitzen sieht. Schweigend beobachtet sie, wie die Frau einen Hebel drückt und plötzlich eine Testperson von der Decke fällt. Das ist beunruhigend, aber die Frau geht weiter und kriecht durch die Tunnel, wo sie weitere Versuchspersonen in seltsamen Positionen findet. Da wird der Mutter klar, dass sie ihren größten Ängsten ausgesetzt werden, um eine bestimmte Reaktion hervorzurufen und was auch immer die Forscher suchen. Das muss wichtig sein. Okay, das ist beeindruckend. Die Frau hat es tatsächlich geschafft zu fliehen und sie hat sogar dafür gesorgt, dass sie sich nicht verirrt, indem sie Pfeile angebracht hat, die ihr die Richtung weisen. Das ist unglaublich einfallsreich, aber das Problem ist, dass René keine Ahnung hat, wohin sie geht. Sobald die Forscher merken, dass ihr Zimmer leer ist, wissen sie, wo sie sich versteckt und es wird nicht lange dauern, bis sie wieder da ist. Deshalb müssen wir zuerst diese Experimente überstehen und auf eine bessere Gelegenheit zur Flucht warten. Angst ist ein Psychokiller, aber es gibt eine gute Möglichkeit, das Gehirn auszutricksen, um sie ganz auszuschalten. Der menschliche Angstimpuls kommt aus der Amygdala, die unsere Kampf- oder Fluchtreaktion auf jede Bedrohung auslöst. Was die Menschen jedoch nicht wissen, ist, dass Kämpfen nicht unbedingt bedeutet, aggressiv zu werden. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube und wenn wir das verstehen, können wir unser eigenes Gehirn so hacken, dass wir den Forschern nicht geben, was sie wollen. Da die Frau keine Kontrolle über das Geschehen hat und nicht fliehen kann, bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zu wehren, aber da wir gefesselt sind, können wir keine Gewalt anwenden. Deshalb würde ich hier meinen Kampf- oder Fluchtimpuls unterdrücken, indem ich meine Perspektive ändere und mir vorstelle, dass es sich nicht um eine Spinne, sondern um ein süßes, flauschiges Kaninchen handelt. Das mag verrückt klingen, aber es funktioniert, weil das menschliche Gehirn gezwungen ist, die Interpretation der Bedrohung zu ändern, wenn wir keine andere Wahl haben. Glücklicherweise wurde genau dieses Konzept in einem der berühmtesten Experimente des 20. Jahrhunderts bestätigt. Thomas Stanville bewies, dass eine Person, die sich ihren größten Ängsten aussetzt und keine Möglichkeit hat, ihnen auszuweichen, mit der Zeit weniger Angst davor hat und dieser psychologische Durchbruch würde hier perfekt funktionieren. Die bequeme Wahrheit ist, dass Vogelspinnen keine aggressive Spezies sind und sogar weltweit als Haustiere verkauft werden. Selbst wenn sie angreifen, ist ihr Gift schwächer als das einer Hummel. Wenn wir unserem Gehirn sagen, dass diese Spinne völlig harmlos ist, beweist das, dass wir nichts zu befürchten haben, außer der Angst selbst, und die Forscher können nicht die gewünschte Reaktion hervorrufen. Auf ihrem Weg durch die Lüftungsanlage bricht die Frau in ein Badezimmer ein und klettert hinunter. Sie eilt zu einem Fenster in der Hoffnung herauszufinden, wo sie ist, aber sie sieht nur einen Parkplatz mit Fahrzeugen, mit denen sie entführt wurde. Dann hört sie Schritte, die sich nähern, und sie versteckt sich so schnell sie kann im Schrank unter dem Waschbecken. Als sie durch den Spalt spähte, sah sie zwei Männer kommen und hörte, wie sie sich über die anderen Testpersonen unterhielten. 47 Menschen sind geplatzt, aber von den 25 entführten Frauen kann keiner ein Kind bekommen. Die Männer verlassen schnell das Bad und als die Luft rein ist, klettert René aus dem Schrank zurück in den Lüftungsschacht. Als sie sich durch den Lüftungsschacht bewegt, findet sie eine Öffnung in einer der Windungen und entdeckt eine Leiter. Sie klettert auf das Dach, aber der Ausgang ist durch ein rostiges Gitter versperrt. Es ist zu schwer für sie, es zu durchbrechen und ihr bleibt nichts anderes übrig, als einen anderen Weg nach draußen zu suchen. Später krabbelt René durch die Lüftungsschächte, bis sie einen Mann findet, der auf eine Trage geschnallt ist. Es ist Blake, die Testperson, mit der sie durch die Lüftungsschächte gesprochen hat. Sie betritt sein Zimmer und sagt ihm, dass sie vielleicht fliehen könnten, aber Blake hat seine Meinung geändert und glaubt, dass die Entführer ihn gehen lassen können, da er sich mitten in seinem letzten Experiment befindet. Neugierig fragt sie, ob der Arzt noch etwas über G1012X gesagt hat, und der Mann verrät ihr, dass die Entführer glauben, er habe es in seinem Körper.
Plötzlich kriecht eine Schlange unter der Decke hervor und der Mann gerät in Panik. Das ist seine größte Angst und René versucht ihn zu beruhigen, doch dann hört sie, wie die Tür geöffnet wird. Schnell versteckt sie sich unter der Trage, als die Forscher reinkommen und Blake sagen, dass er bald nach Hause gehen kann. Sie spritzen ihm ein Betäubungsmittel, machen ihm aber klar, dass sie ihm eine Gehirnwäsche verpassen werden, damit er sich an nichts erinnern kann, was in dieser Einrichtung passiert ist. Okay, diese Frau hat wirklich Glück gehabt. Sie hat sich durch das ganze Gebäude geschlichen und es ist unglaublich riskant, aber es gibt einen viel besseren Weg, um von diesem Ort zu entkommen. Du denkst vielleicht, dass René durch das Badezimmerfenster hätte fliehen sollen, aber wenn du genau hinsiehst, siehst du, dass es mindestens 2 Stockwerke über dem Boden ist, was bedeutet, dass René sich eher verletzen würde, was es den Forschern leichter machen würde, sie wieder einzufangen. Das wäre also keine gute Idee. Einer der größten Vorteile ist, dass wir ein Teppichmesser dabei haben, mit dem wir alle Lüftungsschlitze aufschrauben können, um in jeden Raum zu gelangen und dass viele Leute im Gebäude sind, die uns bei der Flucht helfen könnten. Ich an ihrer Stelle würde die Testperson beobachten und warten, bis wir allein sind, damit ich sie befreien und mich ihnen anschließen kann, anstatt alle Lüftungsschächte aufzubrechen, um mein Versteck zu verraten. Je mehr Menschen wir retten, desto besser stehen unsere Chancen, die Forscher zu überwältigen und uns gewaltsam einen Weg aus dem Gebäude zu bahnen. Das größte Problem dabei ist, dass wir gegen die Zeit arbeiten, denn irgendwann werden sie in den Raum zurückkehren und merken, dass René verschwunden ist. Man muss kein Genie sein, um herauszufinden, dass sie, wenn die Tür nicht offen ist, in den Lüftungsschächten sein muss. Das Klügste ist, etwas zu finden, das die Überlebenschancen erhöht, und das ist in diesem Fall eine andere Person. Wir dürfen nicht vergessen, dass, wenn unsere Räume verschlossen sind, die Türen zur Außenwelt höchstwahrscheinlich auch verschlossen sind. Logischerweise bedeutet das, dass wir keine realistische Flucht Strategie haben, ohne einen Forscher anzugreifen, und der beste Weg, um sicher zu gehen, ist, jemanden zu haben, der dir hilft. Deshalb hätte ich an ihrer Stelle versucht, Blake hier zu finden. Von dort aus können wir mit unserem Teppichmesser die Fesseln durchschneiden und in seinem Zimmer warten, bis ein Forscher kommt. Wenn er auf dem Tisch liegen bleibt und so tut, als wäre er gefesselt, merken sie nicht, dass es eine Falle ist, und wir können uns von hinten anschleichen, die Tür schließen und ihn mit dem Messer erstechen. Dann könnte Blake hier aufstehen und uns helfen, sie auszuschalten, bevor sie um Hilfe rufen können. Wir könnten ihre Sicherheitsarmbänder nehmen und schnell das Gebäude verlassen, bevor jemand merkt, dass wir weg sind. Der Arzt schnappt sich Blakes Bett und beginnt, ihn in den Flur zu tragen, ohne zu merken, dass sich René hinter ihn anschleicht. Die Frau schließt die Tür, aber die Mutter schafft es, sie nicht ins Schloss fallen zu lassen, und tritt in den Flur. Das ist die perfekte Gelegenheit, um zu fliehen, und sie beginnt, nach einem Ausgang zu suchen. Sie geht zum Aufzug, steigt hinein und versucht, in die oberste Etage zu gelangen, aber das Bedienfeld lässt sie nicht nach oben fahren. René geht vorsichtig durch die Gänge, bis sie ein Büro findet. Als sie hineinschaut, sieht sie eine Karte mit verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt und stellt mit Schrecken fest, dass diese Organisation international tätig ist. Sie entdeckt einen Schrank voller Sicherheitsarmbänder und versucht, die Schranktür zu öffnen. In diesem Moment hört sie eine Toilettenspülung und gerät in Panik. Jemand ist hier drin und die Frau rennt aus dem Büro, weil sie Angst hat, entdeckt zu werden. Als sie den Wachmann ausspioniert, ist sie schockiert, als sie sieht, dass er seine Kontaktlinsen herausgenommen und 3 Pupillen hat. Diese Menschen sind nicht menschlich und René versucht zu verstehen, was sie gerade gesehen hat. Als sie durch die Gänge geht, findet sie eine Leiche auf einer Bahre, aber mit ihr stimmt etwas nicht. Die Haut des Mannes sieht aus, als wäre sie geschmolzen, und er ist mit schrecklichen Narben übersät. Plötzlich hört sie eine Tür aufgehen und versteckt sich in einem Schrank, während die Ärzte den Toten untersuchen. Sie sind enttäuscht, dass der Kerl nicht zerrissen ist, aber die Frau erinnert sie daran, dass sie noch Experimente mit René machen müssen, und sie ist zuversichtlich, dass sie schneller zerreißen wird, als er denkt. Die Mutter eilt zurück, kriecht durch den Lüftungsschacht und geht in ihr Zimmer, wobei sie darauf achtet, alle Spuren, die sie hinterließ, zu verwischen. Schnell legt sie sich auf die Trage und sieht zu, wie die Forscher hereinkommen. Der Mann fühlt ihren Puls, bevor er geht, und die Assistentin gibt ihr eine Spritze mit Chemikalien. Die Frau sagt ihr, sie solle aufhören, sich gegen das Experiment zu wehren, und René gibt zu bedenken, dass sie sich nur noch mehr wehren wird, wenn man ihr Angst macht. Frustriert gibt der Arzt zu verstehen, dass sie versuchen, ihr zu helfen, und greift unter das Hemd der Mutter. Jeder Forscher hat aus irgendeinem Grund versucht, Hautkontakt mit ihr herzustellen, und die Frau versichert René, dass es ihrem Sohn gut gehen wird, solange sie sich auf das Experiment einlässt. Okay, das ist total verrückt, aber wenn ich ehrlich bin, würde ich mir überlegen, ob ich mich wirklich von denen aufreißen lasse. Wenn das meine einzige Chance wäre, eine X-Men-Fähigkeit zu haben und ich sie verpassen würde, könnte ich nicht mit mir leben. Das Wichtigste ist, wenn wir dieses Gen in uns tragen, kann es sein, dass es irgendwann in unserem Leben ausbricht, nachdem wir entkommen sind und wir nicht wissen, was wir tun sollen.
Zumindest haben diese Mutanten Informationen, die uns helfen können. Also könnte es die beste Entscheidung sein, das zuzulassen. Ich an ihrer Stelle würde versuchen herauszufinden, welche Vor- oder Nachteile diese Mutationen haben könnten. Wenn man bedenkt, wie oft die Forscher deine Haut berührt haben, scheint es, als könnte sie durch direkten Kontakt deine Gedanken und Gefühle lesen. Das wäre eine fantastische Superkraft, auch wenn der Preis dafür verrückte Augäpfel wären. Überraschenderweise handelt es sich dabei um eine echte Krankheit, die als Polychorie bekannt ist, bei der das Auge zwei Pupillen statt einer hat, die aber mit Problemen wie Doppelbildern einhergeht. Es wäre also nicht überraschend, wenn diese Mutanten wirklich schlecht sehen würden. Da die Pupillen den Lichteinfall steuern, sind sie wahrscheinlich viel lichtempfindlicher als normale Menschen. Aber auch normale Menschen mit schlechter Sehkraft müssen diese Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen und das lebenslange Tragen von Kontaktlinsen ist ein kleiner Preis für Superkräfte. In diesem Sinne würde ich mich hinstellen und sagen, dass ich da bin, um zu helfen. Aber nur, wenn sie mir jedes Detail haargenau erzählen, was passieren wird, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Auch wenn du anderer Meinung bist, die Wahrheit ist, dass diese Frau nicht wirklich viele andere Möglichkeiten hat. René versucht seit Stunden zu fliehen und wenn ich ehrlich bin, hat sie das nicht besonders gut gemacht. Der erste Fehler, den sie gemacht hat, war, dass sie sich nicht genug um die Sicherheitsarmbänder gekümmert hat. Wenn man hier hinsieht, sieht man, dass diese letzte Kiste sehr wackelig ist und wenn man auf den Deckel drückt, entsteht an der Seite ein großer Spalt. Wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, hätte ich stärker auf den Deckel gedrückt und er wäre vielleicht so weit eingeknickt, dass ich meine Finger hätte hineinstecken können, um eines der Armbänder rauszuziehen. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert, denn wenn man dem Schlüssel, der jede Tür im Gebäude öffnet, so nahe ist, darf man nicht so schnell aufgeben. Als wir uns im Raum umsehen, sehen wir, dass es 11 Kontaktlinsenbehälter gibt. Das bedeutet, dass 11 Personen in dieser Einrichtung arbeiten. Es gibt auch eine Reihe von 16 Fotos an der Tafel, die höchstwahrscheinlich die Opfer darstellen. Das bestätigt, dass wir in der Überzahl sind. Umso mehr tun wir alles, was wir können, um das Armband an uns zu nehmen und den anderen zu helfen, weil wir in der Überzahl sind und damit rauskommen würden. Die Frau versteht nicht, was sie hier tut und da sagt ihr der Arzt endlich die Wahrheit. Sie hat die Fähigkeit, Informationen zu lernen, indem sie einfach die Haut von jemandem berührt und G1012X ist ein genetischer Code, den jeder in dieser Einrichtung trägt. Sie geht los, um zu demonstrieren, wie es funktioniert, aber das war ein großer Fehler. René lässt ihre Hand schnell aus dem Gurt gleiten und nimmt heimlich die Spritze. In diesem Moment dreht sich die Ärztin um, zeigt ihre drei Pupillen und geht zur Trage, um ihr Gesicht an der Wange der Frau zu reiben. Als sie einen Schritt zurücktritt, verwandelt sich die Frau vor Renés Augen plötzlich in eine furchterregende Kreatur, bevor sie langsam wieder ihre normale Gestalt annimmt. Sie ist entsetzt, aber die Mutter ergreift ihre letzte Chance, sticht der Frau die Nadel in den Hals und nimmt ihr die Fesseln ab, als die Ärztin ohnmächtig wird. Sie versucht auch, ihr das Sicherheitsarmband abzunehmen, aber es ist fest um das Handgelenk der Frau gewickelt und ihr bleibt nichts anderes übrig, als sie auf die Trage zu legen. René schließt die Tür auf, rollt die Frau aus dem Raum und geht zum Aufzug, ohne von den anderen Forschern gesehen zu werden. Sie betritt den Aufzug, hält das Armband der Ärztin an den Sicherheitsscanner und fährt mit ihr in den ersten Stock. Als sich die Tür öffnet, erkundet sie den Flur nach einem Ausgang und findet ein Labor voller wissenschaftlicher Geräte. Als sie sich umsieht, entdeckt sie DNA-Proben, die mit Namen der Versuchsperson beschriftet sind, auch mit ihrem eigenen. Sie versteckt sie schnell, als die Forscher den Raum betreten. Der Arzt erklärt seiner Kollegin, dass die Eizelle, die sie René entnommen haben, von Angehörigen ihrer Art geschwängert werden kann. Die Frau erschrickt und versucht zu fliehen, aber der Glatzkopf bemerkt, dass eine der Türen offen ist. Die Mutter rennt durch die Servicetunnel, aber der Mann ist nicht weit hinter ihr. Sie läuft weiter durch die Anlage und versucht, einen Fluchtweg zu finden, aber es scheint keinen Weg nach draußen zu geben. In der Zwischenzeit schaltet der Forscher einen Computer ein, verfolgt die Frau und stellt fest, dass René direkt in eine Sackgasse gelaufen ist. Er drückt einen Knopf, um eine Falle zu aktivieren und plötzlich verschließt eine Glastür den Gang, während Schlafgas in den Raum gepumpt wird und die Frau bewusstlos wird. Sie war so nah dran zu entkommen, aber jetzt muss sie das letzte Experiment überleben. Okay, das ist nicht gut. Vorhin im Labor haben die Forscher verraten, dass sie hoffen, mit dieser Frau ihr Mutantenvolk zu bevölkern, aber als sie das letzte Mal mit einem Alien schwanger war, ging das nicht gut aus. Spaß beiseite. Diese Situation ist nicht so Science-Fiction, wie sie scheint. Die Ärztin erklärte, dass ihre Artgenossen Informationen durch Hautkontakt aufnehmen können, was als außersinnliche Wahrnehmung bezeichnet wird. So verrückt das klingt, die US-Regierung hat Millionen von Dollar in die Erforschung dieses Phänomens gesteckt. In den 1970er Jahren begann die US-Armee mit der Erforschung von Hellsehern und versuchten Wege zu finden, mentale Kräfte wie Telepathie oder Gedankenlesen zu ihrem Vorteil zu nutzen.
Offiziell wurde das Projekt aufgegeben und als gescheitert betrachtet, aber diese Menschen ihren größten Ängsten auszusetzen, könnte der Schlüssel zum Erfolg sein und hat höchstwahrscheinlich etwas mit einem Prozess zu tun, der als DNA-Strangbruch bezeichnet wird. Diese Zellen sind die Bausteine des genetischen Codes und brechen auf natürliche Weise auseinander, wenn wir älter werden, aber dieser Prozess kann beschleunigt werden, wenn die DNA direkt beschädigt wird oder wenn unsere Nukleotide nicht mehr zusammenpassen, sodass wir buchstäblich mutieren. Das Faszinierende ist, dass chronischer Stress den Körper tatsächlich auf zellulärer Ebene schädigen kann, wenn er über längere Zeit Hormonen ausgesetzt ist, wie zum Beispiel die, die ausgeschüttet werden, wenn wir Angst haben. So verrückt es auch klingen mag, die Forscher nutzen hier eine echte wissenschaftliche Theorie, um das Genom dieser Frau zu verändern. René weigert sich zu kapitulieren und das ist beneidenswert. Diesmal hat sie mehr vom Gebäude erforscht als zuvor, aber wenn sie vorausschauend gehandelt hätte, hätte sie die Schwächen der Mutanten ausgenutzt und das Gebäude selbst gegen sie einsetzen können. Die beste Gelegenheit dazu bot sich ihrem Tunnel. Wie wir hier sehen können, gibt es in der Nähe ein Notstromaggregat, das wahrscheinlich mit diesen Lampen an der Wand verbunden ist. Ich hätte das Stromkabel aus der Steckdose gezogen und die Lampen ausgeschaltet. Dann wäre es dunkel und wir hätten einen Vorteil gegenüber den Mutanten. Sie haben Polychorie, also ist es jetzt für sie schwieriger klar zu sehen. Und wenn einer von ihnen in den Tunnel geht, wird er wahrscheinlich den Strom wieder einschalten, um nach uns zu suchen. Sobald ein Forscher das Kabel wieder einsteckt, können wir uns von hinten anschleichen und ihn mit dem Teppichmesser ausschalten. Dann können wir seinen Körper nach Wertsachen wie Handy, Autoschlüssel oder Sicherheitsarmband durchsuchen und abhauen. Möglicherweise klappt das nicht, aber es ist besser, sich zu wehren, als sich zu verstecken und auf Glück zu hoffen. Später wacht René in einem Schlafzimmer auf und bricht in Tränen aus, als ihr bewusst wird, dass sie ihren Sohn vielleicht nie wieder sieht. Plötzlich kommen Forscher ins Zimmer und stellen fest, dass sie schon anderthalb Tage bewusstlos ist. Das kommt ihr gar nicht so lange vor, aber der Mann erklärt ihr, dass sie die Zeit langsamer wahrnimmt als ein normaler Mensch. Die Mutter ist schockiert und die Frau beschließt, ihre Kräfte zu testen. Sie fragt, was das für ein Dokument auf dem Tisch sei und René antwortet sofort, dass es ihre Krankenakte sei. Das kann sie nicht wissen und der Mann meint, dass es ein Zeichen dafür sei, dass sie so wird wie sie. Die Frau ist entsetzt über ihre Veränderung und bittet darum, ihren Sohn wiederzusehen, aber der Mann erklärt ihr, dass dies ein natürlicher Teil ihrer Entwicklung sei und sie sich nicht dagegen wehren sollte. Indem er ihr Überwachungsfotos ihrer Familie zeigt, erklärt er ihr, dass das Zerbrechen ihrer Gene eigentlich eine gute Sache ist. Auch wenn sie jede emotionale Bindung zu ihrem Sohn verlieren wird, wird sie Teil einer übermenschlichen Spezies werden und die Kontrolle über den Planeten übernehmen. Die Mutter kann nicht glauben, was sie da hört und fragt, was passiert, wenn sie die Ruptur nicht durchführt. Die Forscher machen ihr klar, dass sie alles tun werden, um René zu helfen, in ihr normales Leben zurückzukehren, aber es besteht die Möglichkeit, dass sie während der Ruptur stirbt. Als sie in den Stuhl gezerrt wird, springen plötzlich Gurte heraus, die sie festhalten, und eine Maske wird über ihren Kopf gestülpt. An der Maske wird ein Schlauch befestigt, aus dem Spinnen kriechen. Sie kann nichts tun, um die Spinnen loszuwerden, und die Forscher lassen sie mit ihrer größten Angst allein. Vor Schreck fängt sie an zu schreien und versucht, sich die Maske vom Gesicht zu reißen. Die Frau rennt geradewegs in den Beobachtungsraum und schlägt die Maske gegen das Fenster, um sie zu zerbrechen, aber ihr Plan droht zu scheitern. Plötzlich hält sie inne und die Ärzte beobachten, wie sich ihr Gesicht verändert, bis die Maske zerreißt. Das Experiment ist geglückt und die Forscher entlassen René nach Hause, doch etwas stimmt nicht. Ihr Verhalten hat sich völlig verändert und der Arzt ermahnt sie, um jeden Preis geheim zu halten, was im Labor passiert ist. Als sie die Treppe herunterkommt, begrüßt sie ihren Sohn, der ihr seltsames Verhalten bemerkt. Sie setzt sich zu ihm und erzählt ihm, dass sie Nachhilfelehrer gefunden hat, die ihm beim Lernen helfen können, aber er traut ihr nicht und will nichts damit zu tun haben. Er verlässt die Küche, aber als der Junge geht, bemerkt er die Leute vom Forschungslabor, die vor ihrem Haus stehen. Die Mutter begrüßt sie, sieht aber, dass sie einen Elektroschocker mitgebracht haben. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie nichts Gutes im Schilde führen und dann überbringen ihr die Forscher eine schockierende Nachricht. Da sie ihre DNA an ihren Sohn weitergegeben hat, glauben sie, dass er Kinder mit den gleichen Kräften haben und ihre Spezies fortpflanzen könnte. Der Anführer fragt sie, wo der Junge ist und sie antwortet, dass er oben sei. Die Männer gehen in den zweiten Stock, um ihn zu entführen, aber der Mutterinstinkt der Frau meldet sich und sie warnt ihr Kind, damit es fliehen kann. Der Junge klettert aus seinem Zimmer und landet im Hinterhof, bevor er mit seinem Fahrrad flieht.
Es ist klar, dass sie sich auch nach der Flucht noch um ihren Sohn kümmert, aber der Anführer sagt der Mutter, dass sie das nicht muss, solange sie sie haben. Sie werden René zwingen, eine neue Generation von gerissenen Kindern zu gebären und die Welt zu beherrschen. Das ist ein schreckliches Schicksal und leider begreift sie nicht, dass sie für den Rest ihres Lebens Unterhalt zahlen müssen. Aber was denkst du? Wie würdest du The Rapture besiegen? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du magst, abonniere uns für noch mehr Wie besiegt man Videos wie dieses. Vielen Dank fürs Zuschauen und hab noch einen verdammt guten Tag.